ja, wir sind Straßensozialarbeiter von Gangway. Wir arbeiten mit Jugendlichen, die sich auf öffentlichen Plätzen treffen, um dort abzuhängen, ihre Freizeit zu genießen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt hier, das nennt sich Suse X, Safer Youth. Es geht um risikoarmen Umgang mit illegalen und legalen Drogen. Und das führen wir selber mit den Jugendlichen durch. Wir gehen mit der Tasche, wir haben eine Tasche, raus und wir sind hier, um das Projekt bekannt zu machen, weil man unter anderem die Tasche ausleihen kann für die Freizeiteinrichtungen. Genau. Kinder- und Jugendjury, das ist ein Projekt für den ganzen Bezirk. Wir haben dieses Jahr zwei verschiedene Ausschreibungen gehabt. Die erste Ausschreibung war im Juni zu Ende. Da haben sich 5 Projekte beworben gehabt. Da gab es noch 500 Euro für die Jugendjury. Die Kinder haben selber Projekte eingereicht, haben die dann auch sehr, sehr kreativ umgesetzt. Also man sieht hier zum Beispiel einen großen Kuchen aus Pappkarton. Das ist das Projekt Kinderzimmer, was sich beworben hat und Kuchen backen wollte für die Gegend, um sich bekannter zu machen, um Nachbarn einladen zu können und damit im Prinzip nochmal eine andere Darstellung in der Öffentlichkeit erzielen wollte. Von Los Amigos e.V. Wir bauen im Buch 4, das ist ein sozialer Brennpunkt im Buch, ne, den Erfolgspark auf. Das heißt, wir sind ein BMX- und Mountainbike-Verein, betreiben dort halt eine Freestyle-Parcours und eine Rennstrecke, jetzt mal um das einfach auszudrücken, haben großen Zulauf, sprechen jedes Alter an, der Jüngste ist 3, der Älteste ist, macht irgendwie keine Grenzen, 50, der ist mit seinem Sohn zusammen bei uns in der Platz.